So, und damit zum vorletzten Mal Magic 2014 mit wahrscheinlich einem Scavenging Ooze, der hier eine Linie haben wird. Man sieht das auch richtig fies an den Boostern. Seht ihr das? Dass da halt wirklich eingestampt wurde. Das ist bei denen echt normal. Das ist traurig. Das ist traurig. Machen wir den mal auf. Wir wissen ja jetzt schon, was passieren wird. Uff. Ging schwer auf. Ja, ich sehe es auch schon wieder. Oh, das ist so bitter. Aber das haben die echt alle. Da oben sieht man es ganz krass. Da auch. Boah, das ist schade. Naja, Scavenging Ooze. 2x2/2 für ein grünes kann man eine Karte aus dem Friedhof exilen. Wenn es eine Kreaturenkarte war, legt man hier eine +1/+1 Marke drauf. Ja, Qualität ist halt, wie man in den letzten paar Videos davon auch schon gesehen hat, leider nicht so gut. Ich habe jetzt noch mal ein paar von noch ältere bestellt. Mal gucken, ob es bei denen auch so ist. Bei den 2015ern war es ja genauso. Ja, einfach mal gucken. Na, was haben wir denn hier noch drin? Ein Accursed Spirit für 4 Mana 3/2 Intimidate. Kann also nur von schwarzen und Artefaktkreaturen geblockt werden. Früher hieß das mal Furcht. Zera Angel, 5 Mana, 4/4 fliegend Wachsamkeit. War früher auch mal eine Rare. Ist mittlerweile, glaube ich, sogar eine Common. Ich bin mir nicht sicher. Chandra's Outrage, für 2 rote, 2 farblose fügen wir einer Kreatur 4 Schaden zu und 2 Schaden an den Besitzer dieser Kreatur. Predator Sliver, der ist sogar was wert. 50 Cent oder so. 2 Mana 1/1 Sliver, die du kontrollierst, kriegen +1/+1. Gar nicht mal so bad. Was bist du? Oh, dieses Artwork. Oh mein Gott. Du bist bestimmt kacke. 5 Mana, 2/4, Wachsamkeit, Lifelink. Ja, du bist kacke. Schade. Und Friday Night, Destination, Sparks, Will Fly, 7. September 2013. Ich weiß nicht, ob sie da geflogen sind, aber das war der letzte Boost, den ich aufmache. Es gibt noch ein Booster Pack, für die Xbox Live, glaube ich. Ich muss gucken, ob ich da dran komme. Das ist ein bisschen schwieriger. Wir sehen uns. Bis dahin, Ablexe. Ciao, ciao.